Eines kann ich Ihnen schon mal verraten. Hör mal, ich hab dir gesagt, nimm das Mikro weg! Uns wurde hier auf jeden Fall nicht langweilig. Ihr seid letzte Abschauung, ne? Ihr seid wirklich letzte Abschauung. Aber fangen wir vorne an. Am vergangenen Wochenende ging es nach Dortmund zu den sogenannten Corona-Leugnern. Das soll immer das Wort Leugner sein. Es gibt Andersdenkende. Okay, Andersdenkende, die glauben, dass es das Virus halt nicht gibt. Es gibt hier kein Corona. In ganz Deutschland. Pandemie gab es nie. Die 1500 Teilnehmer auf der Demonstration hätten unterschiedlicher nicht sein können. Wir sind Mönche und verteilen in ganz Deutschland eigentlich spirituelle Literatur. Durch Zufall waren wir mal einmal auf einer Demo und haben dann gemerkt, dass die Leute total offen dafür sind einfach. Von besorgten Bürgern. Wir müssen alles tun, wir müssen alles platt machen. Über absolute TV-Banausen. In den Medien wie Maischberger, wie Lanz, wie, wen haben wir noch? Oliver Pocher. Weniger. Bis hin zu, naja, sehen Sie selbst. Tragen Sie die Kopfbedeckung aus einem besonderen Grund oder ist das gegen die Hitze, damit man nicht ganz malig im Kopf wird? Nein, ich trage das gegen die 5G-Strahlung. Ja, das ist geheim, ich kann jetzt nicht wirklich darüber reden. Also okay, also doch das Zweite, was ich gesagt habe. Genau. Auf dieser Welt passiert nichts zufällig. Wir rotten uns quasi selber aus. Hör mit dem asozialen Scheiß da auf. Gibt es hier denn Leute, die auch einen kleinen Schaden haben? Es gibt Leute, die sind auf einem unterschiedlichen Informationsstand. Nee, glaube ich nicht. Es gibt einen Deep State, der das Ziel hat, die Menschheit zu kontrollieren. Okay. Und das geschieht über Echsenroboter, die Menschenhaut haben. Also unter der Erde werden Menschen gezüchtet. Das meinen Sie wirklich ernst? Ja, natürlich. Pandemie gab es nie. Diese Grundrechte sind eingeschränkt. Keiner hat hier Lust, in einer Diktatur zu leben. Die Frage ist ja, ist es besser, ein Handtuch über den Kopf zu tragen, als eine Maske vom Mund? Ja, wenn es so warm ist. Ja, stimmt. Schließt euch an. Das gehört ins Fernsehen, ja. Das gehört nicht irgendwo unter den Teppich gekehrt. Es ist eine große Lüge, die hier veranstaltet wird. Und das was muss jetzt genau? Ich kann Ihnen jetzt einen Vortrag haben. Alles ist eine Lüge. Alles ist eine Lüge. Das wird ja hier gerade auch von allen auf der Bühne bestätigt und auch gesagt. Ja, wenn die auf der Bühne das sagen, stimmt das natürlich auch. Man muss das große Ganze sehen. Was, in meinen Augen und auch laut genug Sachen im Internet, dieses Corona so gesehen gar nicht gibt, kann man alles im Internet nachlesen, wenn man genug Krebs hat, das Internet zu bedienen. Die Frage ist ja immer, wo man sich informiert. Genügend Lektüre findet sich hier auf jeden Fall. Die Journalisten, die kriegen von mir immer so etwas geschenkt. Eine Zeitung. Das ist eine Zusammenstellung von Fakten. Keine Fake News. Das heißt, Dinge, die in offiziellen... Ich glaube ja immer nur die Sachen, die ich selber gefälscht habe. Aber, ja. Okay. Und eine Frage hören wir dabei immer wieder. Wer sind Sie denn überhaupt? Von welchem Wender sind Sie denn bitte? Von woher seid ihr jetzt? Für RTL. Nee, dann lieber nicht. Dankeschön. Wird geschnitten oder wird es 1:1? Ja klar, wir gucken jetzt 5 Stunden das gesamte Material an. Nein, da sind wir lieber ehrlich. Hallo, wir sind von der sogenannten Lügenpresse. Können wir Ihnen was eine Frage stellen? Ja, von mir aus. Ja, Ehrlichkeit währt am längsten. Ein Grund für uns, mal zu schauen, wie es mit der Ehrlichkeit bei den Demonstranten aussieht. Würden Sie das an einem Lügendetektor sagen? Und stellen die nächste Frage mit deren Hand an einem Lügendetektor. Wenn es nicht stimmt, kriegst du einen kleinen Stromschlag. Das tut aber nicht weh, oder? Das tut nicht weh, nein. Das ist Stadler. Gibt es das Coronavirus? Was? Ach so, ob es nicht gibt? Glaube ich nicht dran. Einfach Hand rein tun. Gibt es das Coronavirus? Ja. Ist richtig. Glaubst du, dass hier mehr als 1500 Leute sind? Definitiv. Die Argumente der Demonstranten werden hier auf jeden Fall immer seltsamer. Es gibt keine Corona-Leugner. Nein, wenn es kein Corona gibt, in der Form, wie man das uns erzählt, kann es auch niemanden geben, der das leugnet. Und so langsam wurde die Stimmung dann auch etwas hitziger. Warum sind Sie denn hier heute? Ich habe gesagt, aufhören zu filmen. Also ihr seid letzte Abschauung, ne? Wenn Sie abgestochen werden, dann brauchen Sie einen Anwalt, dann brauchen Sie einen Arzt. Erstmal brauche ich einen Arzt, glaube ich. Und um hier noch den erforderlichen Abstand einhalten zu können. War noch nie auf einer Demo. Und das gehen wir ein Stück zurück. Und vielleicht auch, weil es einfach sehr lustig aussieht. Sieht schon so aus wie so ein Coronavirus. Begeben wir uns zum Abschluss halt auch in unsere ganz eigene Blase.
Sie haben den richtigen Schutz. Sind die Masken sinnvoll? Gibt es da Beweise für? Wir sind nicht für die Maske geboren, wir Menschen. Keine Masken, so ein Ball. Vielleicht das ideale Outfit für Reporter auf einer Corona-Leugner-Demo. Denn eines ist sicher. Glauben Sie denn, dass einige auch hier einen kleinen Schaden haben? Einen kleinen Schaden haben die meisten Leute. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, nicht eingeschlossen. Ja, dann hätten wir das ja geklärt. Einen Journalist. Tschüss.